Wir sind also die juristischen Spezialgebiete. Herzlich willkommen. Ja, bei der Organisation der Fachsessions haben sich einige Themen so natürlich herauskristallisiert. Und da natürlich auch entsprechende Präsentatorinnen und Präsentatoren. Und dann hat es noch hochinteressante Einzelthemen gehabt. Und die sind jetzt hier. Hochinteressante Einzelthemen, spezialisiert mit juristischen Fachleuten betreut, die wissen, wovon sie sprechen und ihr Wissen gerne weitergeben oder teilen oder zum Widerspruch in die Runde werfen. Ich freue mich, dass das Interesse daran groß ist und vor allem auch intensiv ist. Es schläft noch niemand. Ich begrüße die drei Referenten zu unserer Fachsession. Sie werden ihren Zugang zum von Ihnen dargestellten Thema dann selber kurz vorstellen. Es sind alle drei ausgewiesene Juristen. In Bern würde man dann noch sagen, meistens Fürsprecher, glaube ich. Oder bis zu Professoren. Da liegt also alles drin. Und um hier nicht allzu stark die Zeit zu fressen, nur noch ein Hinweis. Wir planen zuerst die Präsentation, alle drei, und dann etwa 20, 25 Minuten Diskussion, damit Sie das Schwergewicht, das Inhaltliche dann setzen können, worüber Sie diskutieren, sich auseinandersetzen möchten. Notieren Sie sich also die Fragen für die Schlussrunde, aber ich weiß, Sie können das auch behalten, wenn unterwegs eine Frage auftaucht. Auch die dürfen Sie dann wieder am Schluss bringen. In diesem Sinne Überleitung ziemlich direkt zu Herrn Bernhard Lauterburg. Kollege Lauterburg, kann man glaube ich sagen. Er wird uns etwas zum Wettbewerb und Vergaberecht mitteilen. Und zwar hat es ja ein wenig das Ziel des Vergaberechts in diesem Titel drin. Oder zumindest ein Ziel. Denn die öffentliche Hand will nicht bloß den Wettbewerb nicht stören, sondern sie will auch vom Wettbewerb profitieren im Vergabe durch Beachtung des Vergaberechts. Ein Aspekt der ganzen Sache, aber er weiß das viel besser. Herr Lauterberg. Vielen Dank. Ich danke den Organisatoren, dass ich hier sprechen darf. Ich bin vorwiegend mit dem Kartellrecht befasst. Das heißt, die Präsentation ist natürlich auch ein wenig aus der Optik, wo hat das Kartellrecht unter Umständen Einflüsse, respektive wo ist das Kartellrecht und dann auch das Binnenmarktrecht für den Vergabeprozess, für die Vergabebehörden, für die Anbieter möglicherweise relevant. Nun, Wettbewerb, wie wir alle wissen, verleitet uns eigentlich dazu, oder das ist der Zweck, immer nach Besserem zu streben und sich so von den Mitstreitern abzugrenzen. Der Wettbewerb im Vergabeverfahren, der ermöglicht es uns, Leistungen zu vergleichen, um so das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis wählen zu können. Die Verpflichtung zum Wettbewerb kann aber manchmal auch belastend sein und damit den Reiz schaffen, den Wettbewerb eben auf das gewünschte Ergebnis zuzuschneiden. Anbieterinnen und Anbieter von hochentwickelten IT-Lösungen können davon betroffen sein, genauso wie die Beschaffungsstellen. Doch von letzterem soll meine Präsentation nicht handeln. Nun, wenn Sie betroffen sind, da stellt sich die Frage, mit welchen Instrumenten Sie gegen eine vergaberechtswidrige Praxis vorgehen können. In Umsetzung der internationalen Verpflichtung, Government Procurement Agreement, bilaterales Agreement mit der Europäischen Union, ein nicht diskriminierendes, zügiges, transparentes und wirksames Beschwerdeverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen bereitzustellen, wurden die entsprechenden Grundlagen im Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, im Binnenmarktrecht, in der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen und in den kantonalen und kommunalen Vergabeordnungen festgelegt.
aber wollen Sie klagen? Sie als Anbieter können höchstens dann ein Interesse haben, zu klagen an einer vergaberechtlichen Beschwerde, wenn noch kein Vertrag abgeschlossen ist und somit noch eine Möglichkeit besteht, den Auftrag selber zu ergattern. Aber wo kein Kläger ist, da ist bekanntlich auch kein Richter. Für Sie als Anbieter kann es aber für künftige Beschaffungen eben wichtig sein, dass dem Recht trotzdem Geltung verschaffen wird. Ich möchte hier jetzt eben kurz auf Kartellrecht und Binnenmarktrecht eingehen. Vorab erlauben Sie mir aber einen kurzen Abriss über die einschlägigen Normen. Das ist eine Grafik, die findet man, wenn man im Netz surft, noch auf vielen Präsentationen. Wir sehen die internationale Ebene, das WTO-Übereinkommen primär. Wir sind noch im Alten, das Neue ist zwar ratifiziert, aber hat den internen Prozess noch nicht durchlaufen. Wir haben das Abkommen mit der Europäischen Union und wir haben dann auf Bundesebene für die Bundesbeschaffungen in erster Linie das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Das BÖB, das regelt im Wesentlichen diejenigen Bereiche, wo sich die Schweiz international verpflichtet hat. Daneben gibt es die FÖB, wie wir sicher alle wissen, welche das Beschaffungsverfahren präzisiert und grundsätzlich alle Beschaffungen des Bundes, die nicht dem Staatsvertragsbereich unterstehen, weil entweder die Schwellenwerte nicht erreicht werden oder weil die Beschaffungsstelle nicht dem Gesetz untersteht, regelt. Von Bedeutung, und wenn man jetzt nochmal auf diese Folie zurückgeht, was da fehlt, das ist eben das Kartellgesetz. Das Kartellgesetz ist für Beschaffungen eben auch relevant. Es findet insbesondere Anwendung auf nachfragemächtige Beschaffungsstellen. Es sieht somit Es sichert somit eigentlich die Fairness im Beschaffungsverfahren aus, gegenüber den Anbietern aus kartellrechtlicher Sicht. Auf der kantonalen Ebene und der kommunalen Ebene werden die internationalen Verpflichtungen der Schweiz mit der IFÖB umgesetzt. Der Geltungsbereich der IFÖB erstreckt sich dabei grundsätzlich auf alle Beschaffungen, auf alle Arten öffentlicher Aufträge kantonaler und kommunaler Vergabestellen. Ergänzt werden diese Bestimmungen, die kantonalen Beschaffungsgesetze, kommunalen Beschaffungsgesetze, durch das Bundesgesetz über den Binnenmarkt. Namentlich wurde die Kraft internationaler Verpflichtungen geltende Gleichberechtigung ausländischer Anbieter gegenüber schweizerischen Anbietern im Binnenmarktgesetz umgesetzt. Bei öffentlichen Beschaffungen dürfen die Kantone und Gemeinden Personen mit Sitz in der Schweiz oder Niederlassung in der Schweiz nicht in einer Weise benachteiligen, welche eben den darin in diesem Gesetz aufgestellten Grundsätzen widerspricht. Von Relevanz wiederum, das fehlt eben auf dieser Grafik, ist das Kartellgesetz. Ups, jetzt bin ich da ans Ende geraten. So. Wie bereits angesprochen, ist auf Bundesebene der Rechtsschutz, eben der vergaberechtliche Rechtsschutz, eben nicht in allen Fällen gewährleistet. Das soll sich zwar mit dem revidierten BÖB etwas ändern, aber davon sind wir offenbar noch einen Schritt entfernt. Man spricht offenbar von, was ich gehört habe, von 2019. Also, Beschaffungen nach dem dritten Kapitel der VÖB genießen keinen vergaberechtlichen Rechtsschutz. Das trifft insbesondere auf Sektorunternehmen zu, welche nur in bestimmten Sektoren, Wasser, Energie, Verkehrsversorgung und Telekommunikation, den strengen Regeln des Beschaffungsrechts unterworfen sind, aber auch dort eben nur für bestimmte Tätigkeiten, die unmittelbar etwas mit dem unterstellten Bereich zu tun haben. Es gab kürzlich wieder mal einen Entscheid, wo es das Bundesverwaltungsgericht ablehnte, eine Ausschreibung betreffend Sanierung Geldwechsel. Du kennst den, Vinzenz.
dem BÖB zu unterstellen. Das Bundesverwaltungsgericht war der Meinung, dass in diesem Fall eine Möglichkeit Ticketverkauf via Schnittstelle im Verhältnis zum überwiegend sektorenfremden Hauptgegenstand, das ist der Geldwechsel, eine nur unwesentliche Rolle spielte, welche keine erhebliche Steigerung der Attraktivität des Bahnverkehrs oder des Bahntransportangebots hatte. Die Präponderanztheorie, also sind wir draußen. Nun, was machen Sie jetzt als Anbieter, wenn Sie zwar eine Ausschreibung haben, sich im guten Glauben daran beteiligen, sich aber diskriminiert vorkommen, beispielsweise weil mitten im Spiel Kriterien geändert werden, Gewichtungen verschoben werden. Sie können beispielsweise an die Wettbewerbskommission gelangen. Die WEKO führte in einem älteren Fall, Sie sehen in der RPW 2007 Nummer 4, zum Verhältniskartellgesetz BÖB aus, dass die beiden Gesetze kumulativ zur Anwendung kommen. Wenn die Stärkung des Wettbewerbs ein Ziel des Zwecks ist, steht die Verhinderung volkswirtschaftlicher und sozial schädlicher Auswirkungen von Wettbewerbsbeschränkungen beim Kartellgesetz im Zentrum. Was die WEKO nicht ist, sie ist keine vergaberechtliche Beschwerdeinstanz. Vergaberechtliche Verfahrensmängel können nicht geübt werden. Was die WEKO aber kann, ist Ausschreibungskriterien beispielsweise einer kartellrechtlichen Prüfung unterziehen. Nun, eine kartellrechtlich unzulässige Wettbewerbsbeschränkung ist etwa der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch die Beschaffungsstelle, was Artikel 7 KG verbietet. Wann liegt eine solche Situation vor? Wann kann eine solche Situation vorliegen? Die Vergabestelle muss zunächst mal auf dem relevanten Markt, das heißt dem Markt, der durch das Vergabeverfahren entsteht, über eine besondere Nachfragemacht verfügen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem sachlich relevanten Markt und einem räumlich relevanten Markt, und zwar immer aus der Sicht der Marktgegenseite. In sachlicher Hinsicht stellen sich dabei zweierlei Fragen. Zum einen aus Sicht der Anbieter. Kann das Produkt substituiert werden? Kann die Nachfrage substituiert werden? In räumlicher Hinsicht stellt sich die Frage, ob Absatzkanäle national oder international sind. Das heißt, sie eine der öffentlichen Hand offerierte Lösung auch anderswo anbieten können. Eine Vergabestelle verfügt dann über Nachfragemacht, wenn sie sich in ihrem Verhalten, etwa bei der Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen oder der Preispolitik von anderen Marktteilnehmern, das heißt hier Nachfragen, unabhängig verhalten kann. Das sagt Artikel 4 Absatz 2 KG, die Legaldefinition der Marktbeherrschung. Hier können vor allem marktstrukturelle Abhängigkeitsverhältnisse von Unternehmen gegenüber der Vergabestelle letztere als marktbeherrschend erscheinen lassen. Eine marktstrukturelle Abhängigkeit liegt vor, wenn ein Unternehmen über eine so große Nachfrage verfügt, dass die Gegenparteien faktisch davon abhängig sind. Nach alter Fallpraxis der WEKO ist davon auszugehen, dass bei einem Absatzvolumen von über 30% und mangelnden alternativen Absatzmöglichkeit von einem Abhängigkeitsverhältnis ausgegangen werden kann. Diese Rechtsprechung, die kommt nicht aus der IT-Beschaffung, die kommt aus den Konsumgütern, Coop beispielsweise. Fall Augusta, Beschaffung von leichten Transport- und Schulungshelikoptern. Dort ging das Sekretariat, das ist ein alter Fall, das ist der Fall, aus dem ich hier zitiert habe, ging das Sekretariat der WEKO bezüglich des sachlich relevanten Marktes davon aus, dass aus Sicht des Anbieters, das heißt der Herstellung dieser Helikopter, zahlreiche andere Nachfragen bestehen. Ja, es hat zivile Nachfrager, es hat zahlreiche militärische Nachfrager. In der Schweiz hatten wir zu diesem Zeitpunkt meines Wissens keinen Helikopterhersteller. Heute gibt es wieder einen, zumindest ist einer im Kommen. Nun, damit war auch von der WEKO der Marktanteil von Armaswiss als entsprechend klein eingeschätzt worden.
im einstelligen Prozentbereich. Demgegenüber könnte ja folgendes Argument stehen. Ausweichmöglichkeiten und damit ein erweiterter Markt gäbe es wohl höchstens dann, wenn andere Beschaffungsstellen oder sonstige Absatzkanäle zur gleichen Zeit analoge Güter, standardisierte Güter, nachfragen würden. Sobald Sie sich aber an einer Ausschreibung beteiligen, in welcher an die Eigenschaften des nachgefragten Gutes spezielle Anforderungen gestellt werden, als das Gut auf Sie geteilt wird, muss sich der Anbieter natürlich darauf konzentrieren, dieses Angebot nach den verlangten Kriterien zu unterbreiten. Das heißt, er kann unter Umständen auf andere Absatzkanäle gar nicht mehr ausweichen. Ich zitiere aus dem Fall Straßen und Tiefbau im Kanton Aargau, weil dort wurden die Submissionsmärkte wieder mal angeschaut. Der Fall hat selbstverständlich nichts mit IT-Beschaffungen zu tun, aber die Aussagen können eigentlich darauf übertragen werden. Dort hat die WEKO gesagt, Bauwerke sind grundsätzlich Einzelanfertigungen. Das gilt insbesondere für bestimmte Arbeiten, da sich diese durch die lokale Topografie, Größenordnung, den Ausbaustandard, die damit verbundenen Aushub- und Rohrverlegungsarbeiten etc. unterscheiden. Submissionsgüter im Tiefbau sind demnach singuläre Güter, sodass ihr Wert nicht allgemein bekannt ist. Ein Ausschreiber verhält sich deshalb anders als ein Konsument, der sich in einem bereits bestehenden Markt informiert und sich dann entscheidet. Vielmehr schafft der Ausschreiber mit der Submission einen besonderen Submissionsmarkt, auf dem die offerierenden Anbieter miteinander im Wettbewerb stehen. Dasselbe dürfte jetzt eben auch auf IT-Lösungen, welche speziell nach den Bedürfnissen der nachfragenden Vergabestelle entwickelt werden, auch zutreffen. Wir haben also in solchen Fällen einen auf die jeweilige Einzelsubmission beschränkten sachlich relevanten Markt, womit die Vergabestelle ja fast zwangsläufig eigentlich marktbeherrschend ist. Jetzt, Marktbeherrschung an sich ist ja noch nicht verboten. Es gibt viele marktbeherrschende Unternehmen. Einige. Was verboten ist, ist der Missbrauch dieser Stellung. Und im Verhältnis zu Unternehmen liegt in der Regel ein Marktmissbrauch vor, wenn das Gemeinwesen Rechte und Pflichten aus einem Vertragsverhältnis einseitig zulasten dem Unternehmen verschiebt. Das heißt, die Unternehmen ausgebeutet werden. Das kann sein, wenn AGBs aufgezwungen werden, wenn das Gemeinwesen Honorar- oder Preisvorstellungen durchsetzen möchte, die ein privater Nachfrager ohne Marktmacht gar nicht durchsetzen könnte. Es könnte aber auch sein, Diskriminierung einzelner Marktteilnehmer, indem auf den Wunschkandidaten zugeschnittene Kriterien den Zuschlag ausmachen oder wenn die Gewichtung der Zuschlagskriterien, der Evaluationskriterien mitten im Spiel verschoben werden. Zurück nochmal zum Fall Augusta. Die WEKO ist, wie gesagt, zum Schluss gekommen, nein, es liegt keine marktbeherrschende Stellung vor, hat sich aber dennoch materiell mit der Frage beschäftigt. In diesem Fall hat sie gesagt, nein, die Beschaffung sei auch aus kartellrechtlicher Sicht sauber verlaufen. Nun, mit einer Beschwerde bei der WEKO können Sie selbstverständlich den Zuschlag oder respektive den einmal geschlossenen Vertrag nicht rückgängig machen. Bei erfolgreichen Beschwerden könnte aber das Gemeinwesen durchaus mit einer Buße belegt werden. Hier stellt sich aber die Frage, das steht in einem alten Papier der WEKO, kann die WEKO gegen Bundesanstalten eine Buße verhängen? Das ist offen, da hat es bisher noch keinen Präzedenzfall gegeben, der mir bekannt ist. Verfahrenskosten tragen Sie als Anzeige bei der WEKO keine. Eine interessante Frage dürfte sein, inwieweit Sie bei Marktmissbrauch Schadenersatz vom Gemeinwesen fordern können. Die Antwort, die kann ich Ihnen nicht geben. Das BÖB, das wissen wir, beschränkt ja Schadenersatzansprüche grundsätzlich mal auf Aufwendungen, die dem obsiegenden Beschwerdeführer im Vergabe- und Rechtsmittelverfahren entstanden sind. Das KG, das enthält keine solche Beschränkung.
Der Schadenersatz nach KG richtet sich rein nach Obligationenrecht. Das Kartellrecht können Sie selbstverständlich nicht nur dann anrufen, wenn das BÖK keinen Rechtsschutz bietet. Sie können es immer anrufen, wenn Sie es mit dem Markt, mit dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu tun haben. Artikel 5 KG erwähne ich primär mal pro memoria. Als Anbieter weiß man natürlich, dass man keine entsprechenden Absprachen treffen kann und diese zum Ausschluss aus dem Verfahren führen können und zu einer empfindlichen Buße. Gut, ich habe noch 5 Minuten. Für Vergabestelle kann aber auch Artikel 5 trotzdem relevant sein. Wird beispielsweise Nachfrage gemacht durch Einkaufskooperationen verschiedener Beschaffungsstellen begründet, kann dies gegebenenfalls als unzulässige Abrede nach Artikel 5 KG qualifiziert werden. Nachfrage macht im Sinne der Marktbeherrschung ist dabei nicht erforderlich. Es genügt, wenn die Abrede den Wettbewerb auf dem relevanten Markt erheblich beeinträchtigt und keine Effizienzgründe vorliegen. Und jetzt kommt das Kriterium der Erheblichkeit. Da gab es jüngst einen Entscheid, in dem das Bundesgericht festhielt, dass die Erheblichkeit eine bloße Bagatellklausel ist. Diese Feststellung traf das Bundesgericht zwar mit Blick auf horizontale Preismengen, Gebietsabsprachen, vertikale Preis- und Kundenabsprachen. Es ist aber undenkbar, dass Artikel 5 Kartellgesetz zwei verschiedene Grade von Erheblichkeit kennt, weil die Erheblichkeit, die ist in Artikel 5 Absatz 1 statuiert. Die Vermutungstatbestände im Kartellrecht, das sind bloße Beweislastverteilungen. Nun, Einkaufskooperationen der öffentlichen Hand dürften wohl regelmäßig unter dem Gesichtspunkt eines rationellen Ressourceneinsatzes zu rechtfertigen sein. Interessant ist, was der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages letztes Jahr im Oktober gesagt hat. Er gab zu bedenken, dass durch die Zusammenführung mehrerer Auftraggeber das Auftragsvolumen derart erhöht werden könnte, dass kleinere und mittlere Unternehmen faktisch von einer Vergabe ausgeschlossen werden, da sie weder über die personellen noch die finanziellen Kapazitäten verfügen, um Leistungen selber erbringen zu können. Das BGBM muss sich abkürzen, aus Zeitgründen. Überwacht wird die Einhaltung des Binnenmarktgesetzes, welches ebenfalls eben vergaberechtliche Bestimmungen erhält, durch die WEKO. Und dort gab es vor 3 Jahren den Fall Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen. Vielen von Ihnen dürfte der möglicherweise ein Begriff sein. Dort wurde die WEKO von einem Anzeiger darauf aufmerksam gemacht, dass die VRSG einen Auftrag ohne Ausschreibung vergeben hat. Die VRSG, die steht im Eigentum des Staates. Er bringt ihre Dienstleistungen ausschließlich an die öffentliche Hand, sowohl an Aktionäre, also Aktionäre Gemeinwesen, wie auch an Nicht-Aktionäre Gemeinwesen. Die Frage, die die WEKO dazu beantworten hatte, untersteht die VRSG selbst dem Vergaberecht? Die WEKO, sie kam zum Schluss, nein. Nach den Ausführungen der WEKO ergibt sich aber, dass IT-Dienstleistungsunternehmen in öffentlicher Hand unter gewissen Bedingungen vergaberechtliche Bestimmungen für ihre Beschaffungen anzuwenden haben. Das ist dann nicht der Fall, wenn diese keine Subventionen, Steuerprivilegien, Defizitgarantien etc. erhalten und Wettbewerbsdruck besteht. Die VRSG musste konkret an Submissionen teilnehmen. Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass das Gemeinwesen dann nicht von den einschlägigen Ausnahmen profitieren kann und Vergaben einfach so an die VRSG abgeben darf. Profitieren solche Unternehmungen umgekehrt von Vorteilen, welche sie nur als Staatsunternehmen haben, dann unterstehen sie dem Vergaberecht.
interessant, das ist meine letzte Bemerkung, dann ist die Feststellung der WEKO, dass Unternehmen wie die VNSG mit Bezug auf Aufträge unterhalb der Schwellenwerte, die ihre Eigentümer vergabefrei oder freihändig vergeben dürfen, einen möglichen Wettbewerbsvorteil genießen. Die WEKO führte aus, dass es wünschenswert wäre, wenn sich dann die Vergabestellen wettbewerbsneutral verhalten würden und stets Offerten einholen würden. In diesem Zusammenhang könnte man sich nun fragen, ist das BGBM verletzt, wenn eine Gemeinde oder ein Kanton für das Einladungsverfahren immer auch die VRSG einlädt? Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung im BGBM, der gilt unabhängig von jeglichen Schwellenwerten. Das heißt, unabhängig von den Schwellenwerten, außer in reinen Bagatellfällen, haben sie grundsätzlich eine Rechtsschutzgarantie. Das Aargauische Verwaltungsgericht, habe ich gesehen, hat vor 14 Jahren mal festgehalten, dass tatsächlich eine gezielte Diskriminierung vorliegen könnte, wenn eine Vergabebehörde über einen längeren Zeitraum, ohne sachliche Gründe dafür zu haben, konsequent davon absieht, einen bestimmten Offerenten einzuladen. Nun, was ist die Quintessenz aus all dem? Schauen Sie bei Problemen nicht nur auf die Vergabegesetze im engeren Sinn, sondern gegebenenfalls auch auf das Kartellgesetz und das Binnenmarktgesetz, das Ihnen hier allenfalls helfen könnte. Merci vielmals.